Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Dürenroth. Ja, ein Zuschauer hat mir geschrieben, du Svenny, du brauchst gar nicht damit einen Einstreuer dran, wenn du hier durch die Luke, voll cool, kannst du hier runterstreuen, schmeißen und dann würden die sich einstreuen. Cool, danke für den Tipp. Hab ich gar nicht gewusst, dass hier eine Luke ist. Sollen wir heute mal ein Lukenbild machen? Ja, machen wir ein Lukenbild. So, ja. Kein Plan, wusste ich nicht. Das ist ja Heulogger, da steht Kromme. Ich glaube, wir müssen eben Dreschkasten rausholen. Ne? Wir müssen ja dank meines Fauxpas mit dem Pferdeschafstall müssen wir mal eben kurz dreschen. Ne? Dann ist das da wenigstens runter. Und erledigt. Machen wir auch den Hobel. Oh, wir können mit Claws App fahren. Geht der dann auch an? Machen wir an den Hobel. Müssen wir hier anmachen wahrscheinlich. Da unten sind auch noch Knöpfe, kann ich gar nicht lesen. Komm mal erst los hier. Sonst gucken wir übermorgen noch dazu. Oh, oh. Ich hab's gewusst. Ich hab's sowas von gewusst. Ne, jetzt hab ich mich nur festgebrackelt. Es läuft. Es fängt schon wieder. Ja, das mache ich später. Das regt mich nur auf. Das ist ja nicht normal. So, klopper dich mal auseinander. Geht das hier irgendwie? Bist du das? Ja, du bist hoch und runter. Nein, ich hab doch Brille auf. Ich sehe das doch gar nicht. So ein Schickkram. Was ist das? Anhängen? Nee, dann klappt ich mal eben hier fix auseinander. Da haben wir jetzt auch keine Zeit für. Bis ich das alle verstehe, ist Ostern und Weihnachten vorbei. Und wir müssen ja da mal eben die Grande de Malheur beseitigen, ne? Na komm, wir machen lieber hier vorne ein Bild, das sieht schöner aus. So, reingehüpft. So, wie geht der Hobel jetzt an? Wenn ich jetzt lesen könnte... Oh, nee, du Mann. Nee. Da geht runter. Eben hier unser Malheur beseitigen, oder mein Malheur. Damit das erledigt ist. Hier machen wir runter. Okay. Ich habe immer noch kein Wedding gemacht, Martina. Tut mir leid. Ich muss das mal machen am Wochenende in Ruhe. Ich warte heute noch aufs Platinum DLC. Ne? Es ist Dienstag, wo ich aufnehme. Dass wir da noch vielleicht so ein paar Folgen drauf machen. Uns das mal angucken. So ist der Plan. Ja, Mann. Jo. Ey, zu knapsen, ne? Komm den Weg hoch. Genau. Da warte ich noch drauf. Postbote hat es noch nicht gebracht oder kommt mit wem anders. Heutzutage ist ja 35.000 Paketdienste. Ist auch nicht schön hier. Das wollte ich nur reingucken, ne? Ja, NF Matchmap ist ja jetzt noch dazugekommen, aber die möchte ich ja gerne spielen. Mal gucken, wie wir das alle hinkriegen. Ne? Jetzt müssen wir eben hier das Zeug runterbrunseln. Das wird auch einen Plan kriegen. Boah, ist er klein geschrieben, Mann. Das ist ja gar nicht. Das ist nichts für Svenny, wenn er zu klein ist. Muss ich ja Brille runternehmen. Das kann ich dort gar nicht lesen. Mal wieder runter. So. Und wir haben mal High-Teach-Drescher, ne? Eigentlich nicht, aber. Ja. Warum nicht mal nutzen, wenn wir es haben? Aber ihr seht ja wahrscheinlich auch gar nichts, ne?
Hölle, die Ecke ist aber auch nicht ohne hier, du. Jetzt kriegen wir auch Schwung drauf, ne? Geht bergab. So, Biotonne ist auch voll. Svenny ist direkt nach der Arbeit erstmal mit dem Laubsauger über den Hof und schon mal ein Teil wieder vorne auf den Rasen rumgeruscht, ne? Damit das erledigt ist, weil morgen soll es ja regnen, ne? Und heute schien noch die Sonne. Ich denke, dann macht man das jetzt direkt, ne? Wie das halt so ist, als Vorbild. So muss man ja auch seine Pflichten erfüllen, ne? Ja, hab ich das noch gemacht, ne? Wieder einen super Arbeitstag gehabt, also manchmal. Nein, weiß ich ja auch nicht, ne? Das läuft, das läuft, das läuft. Die App geht mir auf den Zünder, die ist doof. Zumindest für den Dreschkasten. Ja, und dann haben wir das gemerkt. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen hier entspannt rumtrickern. Wir müssen gleich noch Frischgras holen, ne? Aber ich wollte eben ganz gerne jetzt eben diese Fläche noch runterrödeln. Dann muss ich auch noch mit Nia C wieder los. Wenn ich Zeit habe. Muss noch grubbern. Da CP ja da keine Lust zu hat, ne? Oder wir mieten uns mal eben so ein Gespann und ziehen das ihr fix halt durch. Ich weiß auch noch nicht. Dann gehen wir ein bisschen auf den Zünder, ne? Dass der Helfer hier in Dürenrohr keinen Bock hat, weil ich wahrscheinlich zu wenig zahle, ne? Mir auch kein Plan. Bin ich überfragt. Also die. Oh, Strom muss ich auch noch von der Fläche wieder runterholen, ne? Oh Mann. Ist ja auch noch gemacht werden. Ach, Entschuldigung. So ist das im Leben, ne? Irgendwas ist immer. Aber das war jetzt immer wichtig. Oh gut, ihr seht den hat ja nicht, ne? Wir fahren 5 km/h. Ne, 11. 13. Ja. Guck mal, geht bergab. Dann haben wir das. Hier können wir direkt eigentlich. Ja, hier müssen wir Weizen sehen, ne? Oder Gras. Eins von beiden, weiß ich noch nicht. Was ist das da? Gehört uns der Kartoffelacker daneben an auch noch? Ich hoffe nicht. Wir sind nämlich erntereif. Glaub nicht. Wir gehören, glaube ich, den Nachbarn. So, aber das haben wir gleich erledigt. Schikram. Was kann ich alle auf einen Wagen? Ach ja. So ist das manchmal im Leben. Ab und zu muss man auch mal ruhiger sein, ne? Ich hoffe, wir kommen bis zum End. Gerade so. Guck mal, der klappt. Ne, dich brauchen wir gleich. Du musst da stehen bleiben. Ja, komm, nehmen wir dich eben. Langsam um die Kurve geschüsselt, ne? Dann, stellen wir den da unten eben rein. Machen eben fix die Bude dahinter, den da. Dann wieder die Dreschkasten abtanken können, ne? Oh, wir müssen ja so viel Gras mähen und dies und das, ne? Wir müssen auch Heu machen. Und Bodenbearbeitung jede Menge. Wie gut, dass wir immer Zeug haben, ne? Bring mal ab den Hubel, das geht hier, ne? Vorwärtsgänge reingeschmissen?
Wagen hintergebunden. Oh, hoffentlich passt der da gleich noch rein, die so rumhieße. Ich glaube, unser Silo war so ziemlich voll, ne? Ah, der Vorgänger, der hat den Deutz nicht gut gefahren, ne? Der ist immer noch nicht freigebrannt. Siehst du, wie der in Rußen ist? Ja, ein Luftfilter ist schon sauber gemäht. Wir müssen eben hier ein Dreherchen machen, ne? Simme! Wo liegst du denn, du? Mit nur... Nee, Mädel. Geh mal auf die Wiese liegen. Zack, zack. Komm, Uschi. Geh mal dahin. Das Schöne. Mach mal. Ich hoffe, sie hört, ne? So. Hier lang geschüsselt, ne? Hier schon mal gebremst, ne? Mal wegen Kollege. Das war ein Tourist, den konnte ich nicht. Wir kommen nicht von hier. Oh, sieht einer was? Sieh nicht. Oh, so geht. Machen wir den Hobel aus. Gang raus. So, doch mal, ist der dreckig. Wo wart ihr damit? Ist ja nicht normal. Crazy, 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 ne? Entschuldigung. Heute Morgen um 4 Uhr ist mein Kater singend durch die Bude gerannt, ne? So, ich hätte ihn ja wohl sonst wo. Weißt du, um 4 Uhr. Da können wir noch eine Dreiviertelstunde schlafen. 4 Uhr. Ich dachte, ich krieg einen Föhn, ey. Ja, und dann stehst du dann ja auch irgendwann auf, weil die Schnauze voll hast, ne? Wenn du älter bist, dann kommt der Harndrang noch dazu, ne? Nein. Man scherzt. Aber 4 Uhr. Was tut denn? Wo fährst du mich hin? Ich hab's gerade nicht verstanden. Mysteriös. So, eben hier rumgeschüsselt, ne? Letzten Rest hier noch von Schützenfest eben. Nun müssen wir gucken, ob das wirklich ins Silo passt, ne? Ich hab keinen Plan. Noch weniger Leistung für einen Dreschkasten wäre nicht gut gewesen. Aber ist eine schöne Map hier von den Farming Dudes, ne? Muss man auch mal nahtlos anerkennen, ey. Top Arbeit haben die hier geleistet. Echt, wirklich. Also guck mal. Was haben wir gleich? Schikram. So. Ich muss echt gucken, ob wir uns irgendwie einen Schlepper mieten oder was. Weil ich kann das schon mit 3 Meter die ganzen Flächen jetzt mit dem Tiefenlocker durchziehen, ne? Aber dann bist du ja auch erstmal ein bisschen lange dabei, ne? Wir brauchen ein paar Milchschafe, ja, ein paar Futtermittel müssen wir noch kaufen. Und wir müssen natürlich jetzt auch sehen, dass wir Heu und Grassilage kriegen, ne? Also, wir sind jetzt September, Heu ist eh schon drock. Ein bisschen Frischgras auch noch in den Stall vorn. Das müssen wir nächste Folge eben machen, wenn hier zack fertig ist. Weil den IAC mit CP brauche ich ja nicht anstellen. Fährt ja nicht. Fährt drei Meter und dann ist es voll an der End, ne? Weil der Helfer ja meint, ich muss erstmal eine Runde in Getriebe rumrühren, damit der Schlepper sich auch bewegt. Und das kannst du nicht machen.
Da klopft ein Gang rein, damit der IAC fährt. Er führt ja einfach zu wenig Leistung normalerweise. Der hat 185 PS, weil er getuned ist. Und der Tiefenlocker braucht 250. Aber jetzt sieht ihn, ne? Und wir spielen hier mit Rea, also von da her. Muss jetzt Svenny mal schauen, wie der das am besten regelt, ne? Natürlich haben wir genug Zeit, aber wir müssen auch die Flächen fertig kriegen, dass wir auch einen Weizen noch im Boden gedrillt kriegen. Ne? Die anderen können wir immer noch tiefen lockern. Aber wir müssen auch noch Stroh von der Fläche holen. Also puh. Ist ja nicht so, als hätten wir hier nichts zu tun. Also puh. Du kannst dich jetzt mal mit Arbeit totschlagen. So ist der Plan. Und wenn wir das alle erledigt haben, ne, dann ist der Ingame-Tag bei 0,5 locker durch. Da kannst du von ausgehen. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen von diesen ganzen Grande de Malheur und was hier immer so passiert. Gut, Entschuldigung. Dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.